Okay, das wäre natürlich auch eine Idee. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Warte mal. Lazio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Nachdem ich den Block durch den Torbogen herausgezogen habe, kann ich ihn so platzieren, dass ich auf der anderen Seite draufklettern kann. Ich bin ganz so blöd. Accio. Ach Junge, manchmal. Wingardium Leviosa. Wenn ich das jetzt aber... Wingardium Leviosa. Kann ich die Scheiße mal herziehen, so? Also bringen wir es ja nichts. Bin ich jetzt zu blöd dafür? Wingardium Leviosa. Depulso. Da bringt man's gar nichts. Ey, ich bin gerade so behindert dafür, ohne Scheiß, hä? Depulso! Wingardium Leviosa! Soll ich ihn das bitte anstellen? Ich muss ja da hoch und dann muss ich es drehen. Will ich den Block aber da oben umdrehen? Hä? Soll ich das für die anstellen? Nee, ich raff's nicht. Bin ich dumm?
Ich melde mich gleich wieder, ich bin gerade behindert, ich probiere rum. Okay, ich glaube, ich hab's kapiert, wartet. Wingardium Leviosa. Komm mal her, Morgele. Okay, jetzt passt. Ah, Junge, Gehirnwäsche hier. Oh, Kiste. Hat sich gelohnt. Jetzt dreht sich das Ding an, ne? Okay, perfekt. Und weg mit uns. Und, ach, wieder normal. Meine Fresse. Verschiebung. Nichts zu mitnehmen? Oh, nö. Oh, doch, Kiste. Nicht identifizierter Gegenstand. Aha. Wertloser Müll her. Alles gefälschte Requisite. Oh. Kannst du das zusammensetzen, theoretisch? Geht das? Warte mal. Reparo. Lol. Ja, lass es jetzt. Mann. Kann schon so viel reparieren. Ich will die Raumgröße. Da, vor allem da drüber. Ach, Schatzi. Defendo, Lazio, Defoldo. Dependo, Confringo. Arresto Momento. Expelliarmus, Accio. Lazio. Lipendo. Cozio. Drecksack. Confringo. Lipendo. Arresto Momento. Confringo. Lipendo. Lazio. Okay. Wahrscheinlich irgendwie hart stuck. Da vorne geht's wahrscheinlich weiter. Oder auch nicht. Oh, Mama. Accio. Wingardium Leviosa. Oder so. Ausrüstungsplätze sind voll. Echt jetzt? Hast du so einen Haufen Müller gesammelt? Nee. Auch nicht. Okay, war nur so ein kleines Rätsel, dass wir eine Kiste abgrasen. Dann zeige ich die nämlich zum
zu einer Kiste, also die Kiste oder zum Würfel, sagen wir so, dann wird immer schieben lassen können und dadurch konnten wir es mitnehmen. So, dolle. Hallo, eins nice, Ebims. Darf ich raus jetzt? Bin fertig, hab's geschafft. Oh, Revelio. Mega Power, auf 5 Stück. Ach, Mann, ey. Ich kenn den Platz doch schon wieder. Incendio, Expelliarmus, Accio. Glacio, Accio. Accio. Confringo, Lipendo. Arresto Momento, Crucio. Defendo, Glacio, Impulso. Confringo, Lipendo. Arresto Momento, Lipendo. Incendio. So, ja, jetzt kommen wir zu euch. Hi, seid ihr dran. Incendio, Expelliarmus, Accio, Glacio, Confringo, Defendo, Arresto Momento, Curzio. So, ist der nochmal aus. Glacio! Confringo! Lipendo! Arresto Momento! Crucio! Confringo! Incendio! Expelliarm! Accio! So! Meine Güte! Ah! Nanna! Rudi! Accio! Accio! Arresto Momento Pendo! Defendo! Glacio! Defolto! Hallo, ich hab X gedrückt, du Penner. Confringo, Dipendo. Incendio, Expelliarmus. Accio. Glacio. Opa. Dipendo. Wow. Confringo, Dipendo. Arresto Momento. Curzio. Confringo. Defendo. Glacio. Okay, das muss ich noch mal probieren. Gehen wir schon noch irgendwie hin. Confringo. Aua! Defendo, Glacio. Impulso. Junge! Peliamo. Accio. Glacio. Confringo. Defendo. Impulso. Defendo, Glacio, Impulso. Expelliamo. Sag mal, Idiot! Wenn ich nach links drück, wo geht man hin? Der geht doch geradeaus! Hallo, ich bin behindert!
Incendio. Accio. Expelliarmus. Sag mal, hat er einen Fokus gerade drauf? Expelliarmus. Accio. Contringo. Flipendi. Also keine Chance, das Ding zu zerstören. Flipendo. Repulso. Flipendo. Arresto Momento. Arresto Momento. Contringo. Cozio. Flipendo. Incendio. Hat auch geschafft. Der checkt's nicht. Der checkt's nicht. Der Schimpanse. Peliam, Akio. Kurzio. Kontrinko. Dipendo. Arresto Momento. Defendo, Lazio, Defolso. Flipendo, Arresto Moment, Incendio, Expelliarmus, Accio, Lazio, Flipendo, Cruzio. Defendo, Lazio, Defolso. Contringo, Flipendo, Arresto Moment. Peliam, Accio. Contringo, Defendo, Lazio, Impulso. Defendo, Lazio. Mann. Na, endlich. Revelio. Und gibt's ja nichts? Nö, schade, gut. Ich meine, auf dem Megatränke verbraucht. Ja, wir sollten mal unsere Items upgraden. Hier gibt's nichts. Ah, doch, da ist eine Kiste. Ha! Wir werden Scheißrick machen, das Ding aufheben. Oh, deine Ausrüstungsplätze sind deine Mutter, ey, echt. Mach weg. Jetzt mach ich die ganze Merlin-Scheiße, wisst ihr? Quäle uns hier rum. Und nehmen wir Müll mit, geil. Er muss weinen, eine Träne. Geil, dem Leviosar, nicht Leviosar. Cool, dann zum Schade, drück durch. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora! Oh.
Jetzt war ich mir das brutal laut geworden. Keine Ahnung, was da los ist. Was haben Sie getan? Wüsste ich auch gern. Ich habe ihn befreit. Nee, der stirbt gerade. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Mhm. Inkarium-Artefakt. Wollen wir da hochklettern? Ach, Menno. Nix darf man hier. Muss ich gegen irgendwie Freaks immer kämpfen. Na, dann schnell mal da hochklettern. Auf die Hand von dem. Echt. Wunderbärchen. So. Müssen wir zu Granny wieder. Sprich mit Percival. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Ja, Percy, was geht, Bruder? Es ist schön, Sie wiederzusehen. Ja. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Nee. Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Ja. Es war Schmerz. Ach so. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Gab es damals keine Schmerzmittel oder so? Ich frage ja nur, wenn es Schmerz ist. Naja. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Kommen schon leider so runtergegangen. Wenn es der Frau geführt hat. Mein Spaß, just a break. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ich verstehe so schlecht wie du, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Das heißt, so höflich zu deinen Schrauben. Ich bin sicher, dass sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Hilfander. Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Müssen wir jetzt mit dem Opa reden? Ja. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Bla, bla, bla. Sie lernen schnell. Ach, also. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Kann ich jetzt? Zum Glück sind wir da draußen. Oh, Szene. Sven da! Es ist Weihnachtszeit, zünd den Baum an, denn er braucht kein Schwein. Yeah. Ach, es regnet Koks. Schneit's in dem Fall? Weil Schnee? Guck. Mehr ihr schaffe, mehr ich schaffe, bleibe treu eurer Rasse. Ich hab Nachrichten? Sieht nicht so aus. Was haben wir da noch? Sammlungen? Mhm.
Dann schauen wir da ja nichts, oder? Nö. Gut, perfekt. Talente, kann man noch nicht. Zaubersprüche. Aha. Nutze ich eh nie, Livioso. Nutzt man auch gerade nicht. Die alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Aha. Aha. Ein erfolgreiches Ausweichen und blockbarer Angriff für die alte Das kann man machen. Von super betroffene Gegner bleiben länger betäubt. Ja, das war cool. Supertreffer verursachen direkten Schaden. Hypotheko-Zauber lässt den Infektion nicht. Ja, war auch cool. Schleichen für was? Bullshit. Diätrüstung macht dich unverwundbar und reflektiert Projektile auf Gegner zurück. Aha. Krankheitstragen braucht kein Mensch. Für jeden geworfenen braucht keiner. Der Schaden, die Dauer alle rauen, braucht auch keiner. Der Maxima-Trank vielleicht Angriffe zur Serie. Wird Schaden und die Fähigkeit, Schutzzauber zu durchbrechen. Das wäre cool. Müssen wir nochmal nehmen. Reichweite und Schaden des Trankeffekts sind deutlich erhöht. Achso, das war Donnerbräu. Fokusdrang, die Dauer des Effekts mit Fokusdrang wird verlängert, wenn ein Zauberspruch des Setzt, während des Nutzung ausgeführt wird. Achso, ja. Giftig, Angriff von Minus natürlich auch klar, nutzen wir eh nicht. Als Schleiche für was? Weiß ich, es sind 4 Punkte, aber nutzen wir nicht. Du kannst sprinten, nutzen wir auch nicht. Gegner können dich schlechter nutzen. Es sind tot vorher, total zum festen Wirkungsrechnen. Scheiß doch drauf. 1 Punkt haben wir noch. Dann machen wir das. So. Inventar. Dann haben wir das. Ausrüstung am neuen Haufen Bilder müssen wir auf jeden Fall wegbringen, das steht fest. Müssen wir identifizieren. Das ist auch Müll. Gut. Dann sehr gerne, danke fürs Zuschauen, mit dabei sein. Der Like-Teil kommt ihr nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal bei Hogwarts Legacy. Ja, schon ein Punkt erhalten. Das ist traurig. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.